Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Minecraft Beyond. Ich bin der Rale von GamingDo und wir sind wieder am Beyond-Server und es ist einem vielleicht aufgefallen, wir sind da im Vorproduktionswahnsinn. Flop. Und ich schaff's gerade nicht mehr, irgendwie F5 und F1 zugleich zu drucken. Ich bin da gerade zu doof dafür. Da wird Items produziert und Items produziert. Also Items über Items. Da hinten ist sogar nirgendwo was drin. Weil wir haben jetzt viel mehr von den ganzen Rezepte, was wir da anderen Sachen beibringen können. Das heißt, will ich da noch mehr von den Dingen machen? Okay, ich schaue mal, wie viel ich noch Platz habe. 24 von 32, das heißt, 8 Sachen kann ich nur anhängen. Wenn ich möchte, könnten die 8 Sachen noch Prozessoren sein. Dann habe ich 1, 2, 3. Okay, na, da habe ich nur 3 Platz. Aber ich könnte cheaten. Obwohl, es ist nicht wirklich cheaten. Ich tue jetzt was ausnutzen. Jetzt nehmen wir die. Und nehmen wir am besten ME-Glaskabel. Oh, das verbindet sich sogar. Verdammt. Dann machen wir das anders. 1 und 2. Und 1, 2, 3. Du kehrst weg. So, nicht direkt drauf, sondern da eins daneben. Obwohl, dann geht es sich wieder gerade nicht aus. Ja, obwohl, die Wand kann ich nach hinten ja ans Ausreißen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Obwohl, den letzten brauche ich wieder nicht. Bis daher kann ich jetzt noch einen Prozessoren anhängen, da drauf. Dann machen wir da jetzt auch noch zusätzlich gerade da einmal alles weg. Boden haben wir ja Zeit genug zum Herstellen. Jetzt gleich schauen, dass wir da nichts unter Wasser setzen, weil Strom und Wasser vertragen sich ja nicht. Obwohl, wir haben ja vorgesorgt, wir haben ja alles schon schön abgedichtet. Wir sehen auch, dass da über uns noch direkt unser Garten ist. So, und da haben wir jetzt nochmal genau die 1, 2, 3, 4 Blöcke Platz. Und mit den 4 Blöcke können wir da jetzt nochmal 1, 2, 3, 4, 5. Sagen wir mal 6, 7. Und dann machen wir am besten nur einen, einfach da einer und 8 anhängen und dann sind wir fertig. Dann können wir da noch überall die Molecular Assembler dazu hauen. Die, was wir da noch brauchen. Weil die Interfaces haben wir ja schon alle. Das heißt, wie viel fehlen mir da noch Molecular Assembler da? Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 Molecular Assembler. Vielleicht schaffen wir das ja sogar. Okay, das war einfacher wie gedacht. Die haben wir eine. Die haben wir eine. Das sind nämlich die endlich einmal voll. Dann kann ich die aus meinem Gedächtnis wieder ausstreichen. Oh, du gehst ans vor.
So, dann sind die nämlich auch voll. Ich kann sogar oben noch welche drauf tun, aber das war jetzt dann Overkill. Ich mag das lieber alles so, dass ich da eine Ebene sieg und... So, aber da sind überall auch welche drunter, oder? Ja. Das war nämlich die letzte Reihe, die ich aufgebaut habe. Für die anderen ist es je alles ausgegangen. Aber das heißt, jetzt habe ich da auch wieder vollbesetzte Reihen. Jetzt nochmal letzter Blick. Ja, 24 von 28. Dann schauen wir mal Crafting Unit. Da gehen sich 2 aus. Da gehen sich 3 aus. Machen wir noch ein paar Fluix-Kabel. ME Glass Cable Fluix. Nehmen wir da wieder Fluix. So, hauen die wieder da eine und nehmen jetzt wieder Crafting Component. Oder Crafting Unit. 16 ist das Maximum, weil uns Logikprozessoren fehlen. Logic, und hätte ich gesagt, craften wir dann einmal 30 Stück. Und von die Silizium, ah, haben wir eh noch 800, das passt. Da weiß ich ja, ich muss leider aufpassen, denn wenn ich da drin jetzt nachher noch 8 von denen aufbauen will, von den ja, Crafting Storage Dinger. Einer würde da herkommen und einer würde da ganz in die Wand herkommen. Okay. Na, dann muss ich jetzt dann einmal da. Ich muss einmal aus der Hälfte von denen da die Crafting. Warte, das war der Co-Processor. Crafting Coprocessor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Dann außer mit dir danach fallen uns jetzt leider nur 64k Einheiten. Die da aber gerade am Craften sein scheinbar. Obwohl nein, ich habe ja gar nichts gestartet davon. Ah ja, weil uns ja... es hat uns ja das Quarz gefallen. So, 64. Haben wir mittlerweile genug? Na, Glowstone. Wir müssen irgendwie noch schauen, dass wir zu Glowstone kommen. Wie können wir... Wir haben da ganz einen Glowstone. Ja, da, der verkehrte Bucket da. Glowstone Dust. Emacerator, Scrapbox, Pulverizer kriegt man 4. Sackmill kriegt man 3 und mit einer 80%igen Chance an 4. Okay, also auch in dem Pulverizer damit. Kann jetzt ja nicht lang dauern. So. Ich tue da mal die 8 Prozessoren dahin, wo ich mir gedacht habe, dass ich die hin tun möchte. Ich habe einen, den ich daher tun will. Das geht sich aus damit. 1, 2, 3, 4. Passt. Da komme ich noch außer. Dann habe ich einen, den ich da her tun will, an 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 den ich da her tun will. Und jetzt habe ich noch 2. Nehmen wir da noch 2 ME-Kabel gerade. ME-Glass. Rote Farbe. Weil wenn, halte ich mich jetzt wirklich an mein Farbschema.
einmal da. Und einmal da. Und da kommst einmal du drauf. Und einmal du drauf. Und die dürfen wir dann zusammenschauen. Nein, die schauen dann einfach da weiter nach hinten an. Obwohl, für was mache ich bei dir das da eigentlich nur da dazu? Die kann ich ja einfach da draufsetzen, haben wir gesagt. Und im Fall, damit es da nicht einmal knapp wird, tun wir die einfach damit aus. So. Jetzt haben wir da hinten dann. Theoretisch sollten wir jetzt 32 haben. Na, weil die noch nicht. Die sind noch nicht online. Da sollte jetzt Missing Storage oder sowas stehen. Device offline. Ja. Das ist noch kein richtiges Device. Die connecten sich noch nicht, weil es ihnen nur Speicher fehlt. Das heißt, ich kann mir jetzt mit den 8 Crafting Units und möglichst 8 der 64K Variante. Ach, geht sich auch nicht aus. Zertus Quarz. Tu weiter. Das ist jetzt 10 Erz. Ich will aber gerade Zertus Quarz haben. 10, du musst gerade warten. So, so geht das auch. Diorite haben wir da eine, die haben wir da eine. Jetzt habe ich ja perfekte Goggles am Schädel. Und du gibst jetzt ordentlich Gas. Ausgezeichnet. Die Seite gibt auch ordentlich Gas. Und du verarbeitest Martin ohne Ende. Und du verarbeitest Eisen ohne Ende. Ausgezeichnet. So. Bald haben wir unser ME-System so weit, dass ich sagen kann, gut. Ich bin zufrieden damit. Aber trotzdem sage ich jetzt einmal 64. Wie viel kann ich von dir? 4 Stück vielleicht? Ja, 4 kann ich schon machen. Ausgezeichnet. Ah, dann haben wir schon. Ah ja, das ist ja nur zum schnellen Durchcraften. Da muss ich ja nichts herstellen, nichts Großartiges meistens. Weil was jetzt mein Plan ist, ist einfach nur einmal die, einmal die, 64K, da drauf und dann sind die nämlich connected. Dann habe ich jetzt nämlich noch viele kleine Prozessoren, also kurzum 8, aber ich baue die natürlich dann auch nur auf die 64K auf. Und wenn ich jetzt aber noch da drinnen die ganzen Prozessoren noch fertig habe und den Molekularassembler und so weiter auch alles, schauen wir dann nochmal mit F7. Oh, da sind da am Rand ein paar Sachen, da wo man dann da. Ah, ja, tun wir einfach mal Licht drauf. Mit einer Fackel. Während man. Ah, das ist einfach so schön falsch. So, wie weit sind wir bei den Solar? Also bei den Solargeschichten. Haben wir noch gar keins fertig. Wundert mich ein bisschen. Mittlerweile kann ich auch schon immer noch. Obwohl, jetzt habe ich natürlich keinen richtigen Prozessor gefunden. Wir haben von denen schon. Warum craftest du nicht die höheren? Wenn von denen 40 gescheduled sein, eins könnte schon fast fertig sein. Obwohl, lass mal ihn arbeiten. Der macht das schon gut genug. Der hat schon genug von dir gecraftet. Der weiß, wie das geht. Nicht so wie mir. So, die Banausen. Die könnte ich noch verbessern, aber das mag ich gerade nicht, weil ich krieg schon genug Holz. Ich muss ja drauf denken, ich brauche Holz nicht so viel. Jetzt überlade ich wieder mein ME-System.
das jetzt eh kaum noch passieren kann. Ich habe jetzt da vier Tower mit fast überall 64k drinnen. Da die 16er sollen alle noch zu 64ern werden. Ah ja, die macht da jetzt gerade. Wie viel habe ich da noch? Nein, ich tue gerade craften, das passt schon, die sind alle weg. Wie viel habe ich da noch Housings? Ne, keine mehr. Dann machen wir nur 1, 2, 3, 4. Dann haben wir nämlich für die da alles genug Housings. Dann tippen wir da nochmal 64. Anna ist noch fertig. Machen wir einen zweiten Prozessor funktionsbereit. So. Und jetzt sollte man mittlerweile nur noch 6 Kanäle frei haben. Yep. Das heißt, das Kabel ist dann auch komplett verbraucht. Ich bin gerade echt zufrieden. Ich schaffe mittlerweile schon Sachen hier da. Nope. Ich wollte gerade in die Achievements. Was haben wir denn da noch? Diamonds to you. Throw diamonds to another player. Das haben wir noch nicht ganz. Brew a potion. Ich habe noch keine Potion gebrewt. The end. The end. The end. The beginning. The beginning. Oh, ich brauche nur ein Beacon. Monster Hunter. Attack and destroy monster. Sniper Duel. Kill a skeleton with an arrow for more than 50 meters. Also mehr wie 50 Blöcke weg. When pigs fly. Das sind nur die Standard-Achievements. Industrial Craft 2. IC2. Nope. Das lassen wir. Das ist böse. Your first prick. Realistic. Na. Twilight Forest. Defeat the Spider in Hedge Maze. The Boots are Mine. Defeat the Red Cap Goblin in a Small Hollow Hill. Schauen wir mal, was ich da alles davon taken kann. Kann das eigentlich Achievements handen gehen? Anstatt Automatisierungen tun wir jetzt mal Achievements handen. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Die da machen wir zu. Die da haben wir da einer, um uns drauf zu erinnern, wenn wir wieder reinschauen. Und dann lassen wir da leider mal in aller Gemütlichkeit uns. Ja, schauen wir einfach mal. Fliegen wir in der Gegend um und gehen Achievements handeln. Ich brauche ein Maze. Da ist ein Maze. Da sind noch ganz viele von den Fireflies. Ich mag Fireflies. Canopy Tree. Die sind aber so cool. Ah, da haben wir Melons und alles drum und dran. Ah ja, wir wollten uns ja mal Wölfe holen. Hey, was bist du? A Deviating Lily. Okay. Okay, das Maze da haben wir aber schon mal komplett gecleared. Das heißt, wir suchen uns ein anderes. Was bist du? Okay, nichts Aufregendes. Da hätte ein Nager sein können wieder, obwohl den haben wir schon getötet. Da ist ein Nager. Aber den lassen wir mal, falls jemand anderer das Achievement haben will von dem. Ich glaube, der Computer sagt nein. Oh, jetzt hat er. Ich glaube, der Computer sagt immer noch nein. Gehen wir besser wieder zum Portal. Aber da kann die eigentlich weitermachen einmal wieder. Aber das haben wir das letzte Mal im Stream getan und das ist dann doch abgegangen, muss ich sagen. Weil es hat einfach megamäßig Spaß gemacht, so viel nice Zeug da zu sägen. Plopp, und wir sind wieder draußen. Wir können sonst auch noch mehr Riesenrales holen.
Das geht ziemlich ab mit dem Starren. So, schauen wir nochmal. 64. Ach, wieder 2. Hast wieder 2 von unseren Prozessoren da funktionstüchtig. Jetzt sind es dann gleich mal 4. Und da waren es nur noch 4. So, aber das heißt, mittlerweile haben wir die 4, was wir davor gecraftet haben oder gecraftet haben wollten, haben wir da. Und jetzt haben wir schon wieder 400 von den Certus Quartz Dinger da drinnen. Das heißt, wir machen nur 4 und dann können wir wieder jede Menge von denen auf einmal machen. So, Diamonds. Diamond Ore. Das kann ich eigentlich auch zerlegen lassen. Diamond Dolly. Und wie wir uns mit den Diamond Transportation Pipes abgeplagt haben bei unserer ersten Quarry. Stored and craftable. Ja, das war's schon, hey. Unser erste Quarry hat's schon in sich gehabt. Das System, was wir da gebastelt haben, war meiner Meinung nach echt super. Es geht so viel einfacher. So um Welten einfacher. Und da wirkt es aber so, wie wenn da der Frostiger irgendwas machen will. Irgendwie würde ich echt gern wissen, was, Lei. Ich weiß nicht, ob... Ich frage mich, wie ihm das Loch da gefallen wird. Weil er da ja doch dann ein ziemliches Loch da drin hat. Aber schauen wir mal. Er wird uns sicher irgendwann aufklären, was er da herbaut. Jetzt habe ich nur eine Idee. Und zwar nur eine gute Idee. So, wir nehmen da mal Dirt. Dann nehmen wir... ein Builderswand. Ich habe gerade überlegen müssen, wie das Item heißt. So, die haben wir wieder da eine. Nee, ich glaube, viel mehr Dirt wie das wir gar nicht brauchen. Und jetzt machen wir endlich das hässliche Ding von irgendwas zu da. Was ist da gerade über uns oben gesprungen, geflogen oder sonst was? So. Weil, wie man schon öfter mitkriegt hat, ich finde das Ding, was da steht, einfach hässlich. Das kann man nur so schön beschreiben, aber es ist einfach nicht schön. So, da gehört dann auch mal schön Dirt her. Da brauche ich es eh nicht anders her, und wieso? Die Netherbricks sind auch nicht gerade die schönsten Blöcke.
Ich mache das jetzt auch nicht gerade auf die schönste Variante, muss ich sagen, aber der Filter hat auch nicht mehr verdient. So. Komisches Zeug da überall. So, dann tun wir das jetzt einmal ein bisschen beschleunigen. Also beschleunigen in dem Sinne, dass ich jetzt nachher von da weg eigentlich nur da nach oben ziehen muss. Ja, genau. Oh, hallo Creeper. Ich würde mir fast wünschen, dass du das hinmachen kannst da, aber... Aber das geht ja leider nicht wirklich. Jetzt machen wir das in der Richtung dazu. Und dafür braucht man noch ein großes Dirt-Vorkommen. Einfach leider, dass man sowas... Und man sieht ja auch, wie es am Video einfach alles ausglitscht. Weil es einfach uncool ist, die Textur. Also, sie ist uncool für Video und zum Anschauen und alles drum und dran, also. So, jetzt habe ich dann wieder kein Dirt. Geht uns ein schöner Dirt drauf. Obwohl, so viel haben wir jetzt auch noch nicht verwendet, aber dann machen wir mal das Inventar schnell wieder voll. Verwenden wir nur die letzten 3 Minuten, um da hinten den Hügel dann doch noch schöner zu gestalten. Denn der wächst dann wieder schön zu, dann ist er wieder schön grün und wieder schön einladend. Da fängt er eh schon an, weil da sind wir gerade mit in der Savanne, so wie mir. So, wie nennt man das? Das haben sie bei Ding auch gemacht. An Sarkophag umbauen. Dass er ja nichts mehr von der Strahlung außer leaken kann. So, da machen wir wieder mal schnell so das Ganze. Weil da kann ich nachher einfach die Wand hochziehen. Obwohl, dann machen wir das auch so und so und so. Jetzt ziehen wir dann die Wand zu. So, da sieht man noch. So, endlich haben wir da nicht mehr die ganzen, oder das Loch da im Boden. Wir können da noch ein bisschen was vorziehen.
einfach leid, dass wir da vielleicht sozusagen halbwegs eine normale Textur herbringen. Jetzt hätten wir noch unseren Ding ein bisschen spielen lassen. So, da noch. Da hatten wir gerade noch ein paar von denen davor. Da machen wir es wieder auf die schnelle Variante. So. Und da gerade noch ein paar. Da ist ein Loch drin. Und schon schaut das da ja beinahe unberührt aus von Menschenhand oder so. Oder so ähnlich. Ich bin leider nicht gut im natürlich Ausschauen, Bauen und so, aber ja. Immerhin haben wir da jetzt immer so einen komischen roten Kloß neben uns. Aber jetzt ist schon wieder Folge um und ich sag danke fürs Zuschauen. Hat wieder Spaß gemacht, für ein Video zu machen. Lasst mir doch ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Vielleicht sogar ein Abo. Freue mich sehr darüber. Und ich wünsche euch was. Das war's schon wieder. Bis zum nächsten Mal von Enkamrale. Ciao, ciao.